Helmstedt, morgens 6:30. Arbeitsbeginn für Jürgen Prangnitz und seinen jungen Kollegen Thorsten Neum. Ihr Auftrag? Weichen ausbessern bei laufendem Zugverkehr. Hier ist er schon, Thorsten. Hier steht drin ein Herzstück Schleifen einmal, aber das sieht man auch, als wenn wir drauf tragen müssen. Guck dir mal die Flügelschiene an, die sieht nicht so gut aus. Nee. Jetzt können wir auch nicht reingehen. Nee, jetzt kommt gleich. Jetzt kommt doch gleich einer. Na, warten wir ab und gucken wir dann. 200 Züge rauschen hier die nächsten 24 Stunden durch. So, dann können wir ja. Damit den beiden Schienenschweißern im Gleis nichts passiert, muss die Strecke gesichert sein. Das ist ihre vertrauensvolle Aufgabe, die der Sicherungsposten. Der Chef der SIPOs ist Wolfgang Tews. Er steht in ständiger Funkverbindung mit der Leitstelle des Helmstedter Bahnhofs. Ohne seine Freigabe betritt niemand das Gleis. Das Arbeitsgleis wird für die Arbeiten in geeigneten Zugpausen gesperrt. Außenposten links und rechts und ein Innenposten bleibt hier am Türfon für die Sicherung. Gut, das ist in Ordnung. Diesen Männern vertraut Hans-Jürgen die nächsten 24 Stunden sein Leben an. Die SIPOs beobachten die Gleise und warnen Hans-Jürgen mit ihren Signalhörnern vor Zügen, die sich nähern. Hast du Bescheid? Wenn wir rein können? Ja, hast du Bescheid in dem Augenblick, wenn es soweit gesichert ist? Dann sehe ich jetzt zu, dass der LKW herkommt. Und bis dahin hast du es wohl auf der Reihe, ne? Ja. 20 Minuten später. Thorsten hat den LKW in Position gebracht. Ohne die rollende Werkstatt geht gar nichts bei den Schienenschweißern. Gleich gehen Hans-Jürgen und Thorsten das erste Mal in die Gleise. Die Gelegenheit, die abgefahrene Weiche genauer in Augenschein zu nehmen. Herzstück, Messlehre, Messpunkt, das da. Wovon hängt das jetzt ab, was ihr abladet hier? Na, das sind allgemeine Messgeräte, die wir so brauchen. Die wir immer nehmen. Messgeräte, Hilfsmittel. Ja. Sozusagen, dass wir jetzt erkennen können, was wir da machen wollen, wie das mit den Maßen aussieht. Wir haben ja auch ein paar Richtlinien, wonach wir uns oder woran wir uns halten müssen. Lass mal runter. Damit das hinterher auch schön ruhig läuft. Nicht, dass die Fahrgäste da den Kaffee auf die Hose kriegen. Das wollen wir nur auch nicht, dass das so rumbelt. Ne? Norbert, können wir rein? Gesichert? Zum Messen? Ohrenbetäubender Lärm. Die Erde vibriert. Ungebremst rast ein Güterzug mit 120 Stundenkilometern über die Weiche. Genau die Weiche, in der Hans-Jürgen und Thorsten gleich arbeiten müssen. Ist gesperrt. Vorgang gesperrt? Na los, dann komm. Nur wenige Minuten bleiben den beiden, dann fährt hier der nächste Zug durch. Nach über 30 Jahren in den Gleisen ist das für Hans-Jürgen mehr oder weniger Routine. Ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Dann kommt der kleine Schlendiger an, kommt dann auch mal durch. 1,5, das ist gut. Das liegt alles noch in den Maßen. Man wird dann auch manchmal ein bisschen unvorsichtig. Man rennt einfach so los, macht der Gewohnheit. Deswegen sind wir zu zweit. Also jeder guckt schon auf den anderen. Wenn der jetzt im Nachbarkreis was fährt, dann sagt man schon hier, Thorsten, pass auf, dann nebenan kommt was oder was. Dann geht er schon automatisch ein bisschen rüber und so. Genauso ist es bei ihm auch. Das ist dann so ganz automatisch, da sitzt er. Ja, würde ich gerade sagen, da sitzt mit der Zeit von ganz alleine. Ja. Der eine passt auf den anderen auf, damit keinem was passiert und dann ist gut. Der IC aus Braunschweig ist heute Morgen schon der 8. Zug, der die Schienenschweißer von ihrem Arbeitsplatz vertreibt. Immer wieder von Neuem bearbeiten die beiden in den knappen Zugpausen ihre Weiche. In der Hoffnung, jetzt endlich voranzukommen. Doch auch jetzt wieder, mitten in der Arbeit, wird Sicherheitschef Wolfgang erneut nervös. Per Funk meldete der Fahrdienstleiter gerade den nächsten tonnenschweren Güterzug. Der soll in 5 Minuten ausgerechnet die Weiche passieren, die die beiden gerade eben erst gelockert haben. Und jetzt drehen wir hier wieder was an. Vorsicht, nimm an. Nimm an. Du bist ein bisschen außer Atem, ne? Ja, man muss sich auch ein bisschen anstrengen, ne? So ganz einfach ist es ja nicht. Alter. Warum lässt du den Jungen nicht ein bisschen mehr ran? Der kommt auch noch dran. So, dann ist die Uhrzeit, 2:06 Fahrbahn. Aus 5 Minuten warten werden 10 Minuten. Dann die ernüchternde Nachricht. Die ganze Eile war vergebens. So, Jürgen, der Güterzug ist nicht gekommen. Wir können weitermachen. Wir haben nur noch 15 Minuten. Klasse.
Thorsten, wir haben noch 15 Minuten. Wir machen noch was. Ich möchte lieber jetzt hier herkommen, Arbeit fertig machen und... Aber das ist nicht immer so. Nein, man muss schon wirklich Geduld aufbringen. Braucht man halt. Und vor allen Dingen ist das nicht das Pralle, wenn man den ganzen Tag da an der Seite steht. Es kommt ein Zug nach dem anderen und man steht und steht und steht. Das ist doch langweilig, das passiert doch nicht. Eine Stunde später. Die Zugpausen werden länger. Die beiden kommen jetzt endlich zum Schweißen. Das Arbeiten mit der Elektrode ist Hans-Jürgens große Leidenschaft. Besonders die Schweißkunst ist es auch, die er an Thorsten weitergibt. Und das bereits seit anderthalb Jahren. Er hat schon so viel gelernt, aber es gibt doch immer noch was, was man so verfeinern kann. So kleine Tricks, die man so noch so drauf hat und sowas, die man ihm so vermitteln kann. Wo hast du die her? Ich habe die damals mal, wo ich angefangen habe. Mein Vater hat das auch mal gemacht bei einer Firma. Mit dem war ich dann ein Jahr zusammen und dann habe ich mich da abgesondert, bin dann zur Bahn gegangen. Seitdem geht es mir wesentlich besser und ich habe auch noch mehr dazugelernt. Wie lange ist das her? Ja, mittlerweile, ich bin jetzt hier im Geschäft, möchte man sagen, 33, 34 Jahre an der Bahn. So lange bin ich dabei. Aber so schnell kann mir keiner was erzählen. Das also, macht auch keiner, versucht auch keiner. Thorsten zieht eine Schweißnaht nach der nächsten, trägt in einer Stunde den Stahl wieder auf, den die Räder unzähliger Züge über Jahre abgerieben haben. Nach 4 Stunden und 21 Zugdurchfahrten können die beiden endlich ihre erste Pause einlegen. Die erste erholsame Pause fernab der Gleise. Solch einen Luxus in den Pausen genießen Hans-Jürgen und Thorsten selten. Sie haben ihren Wohnwagen dabei, ausnahmsweise, denn sie müssen auch heute Nacht in die Gleise. Na Jungs, ich hoffe, euch hat das doch ein bisschen gemundet, aber damit es euch nicht zu gut geht, ein bisschen Arbeit mitgebracht. 2 Tage Arbeit an einem Streckenabschnitt. Das ist selten, weiß auch Chefschweißer Kalle Krüger. Der bringt die Einsatzpläne für die nächsten Tage vorbei. Also jeden Tag woanders? Jeden Tag woanders. Lohnt sich gar nicht, Wohnwagen mitzunehmen? Nee, leider nicht. Können wir halt froh sein, dass wir hier wenigstens mal hatten, so, so gut wie hier haben wir es nicht überall. Schade, schade. Nee, leider nicht. Geht das wieder los, im Auto umziehen. Wie lange willst du das noch machen? Bis zum bitteren Ende. Bis sie mich nicht mehr haben wollen. Nein, ich glaube ein bisschen, ich bin jetzt 54, also ein bisschen, ein paar Jahre werde ich noch machen. 10 bestimmt noch. Ja. Möchte gerne, ne? Aber 10 werden das nicht mehr, Wolfgang. Nein, glaube ich nicht. Es sei denn, Kalle sagt jetzt hier, morgen kannst du zu Hause bleiben oder was. Aber das macht er auch nicht. Gute Leute meinten wir bis zum Schluss. Und außerdem müssen erst die Alten verbraucht werden. Ne? Oh, schon ein bisschen Luft. Ja. Viel Zeit zum Erholen bleibt nicht. Hans-Jürgen muss zum Fahrdienstleiter die Vollsperrung für die Nacht vorbereiten. Ja. Thorsten, gehst du da schon mal hin? Mal gucken, ob wir da was unterbauen können? Mach ich. Ich komme dann auch gleich. Herr der Weichen rund um den Helmstedter Bahnhof ist Dieter Weimann. Ich brauchte mal Gleis 1 freigemeldet. Von seinem Fahrdienststand hat er den besten Überblick über die Weichen. Auch Jürgens Baustelle kann er gut einsehen. Hier oben fällt die Entscheidung, wie lange in den Gleisen gearbeitet werden kann. Welcher Zug welche Weiche passiert. Mahlzeit. Morgen. Guten Tag. Na, wie schaut's aus? Morgen. Gut. Gut? Dieter. Hallo. Ich wollte mich nur bedanken für die netten Pausen, die du uns so gebracht hast. Bitte sehr. Ganz hervorragend, wir sind ziemlich fertig. Eine weit größere Zugpause muss Dieter den Schienenschweißern heute Nacht organisieren. Hans-Jürgen muss einen Riss in der Schiene herausschneiden und erneuern. Das bedeutet Vollsperrung. Wo sind wir jetzt? Gucke, das hier unten. Ach, hier. Da unten, da sind wir. Und morgen, wenn ich mal fange, sind wir ja in der Weiche, da wirst du dann hier um uns rumfahren. Dann wir hier einmal drumherum. Durch das 2. Ja. Und hier wieder ins richtige Gleis. Ja, gut. Und mit der Pause, das haut noch hin, eine Stunde? Das geht noch, ja. Das geht? Ja. Dann melde ich mich nachher wieder über Funk oder dann kriegen wir das. Entsperren können, ja. Alles klar. Na gut. Dann werden wir so langsam wieder. Wir schauen, Thorsten ist schon unten, der arbeitet da schon. Ja. Gut. Ja, der räumt gut, schon alles dann auf da. Na gut. Dann gehen wir mal schauen wieder. Jo. Na ja. Tschüssi. Ciao. Was haben wir denn? Bald wieder Telefon hintereinander.
Ja, verstanden, zwei Züge vom Osten, kurz hintereinander. Ja, noch einmal. Zum Arbeiten kommen Hans-Jürgen und Thorsten nach der Mittagspause nicht mehr. Wieder einmal fährt ein Zug nach dem nächsten über ihre Arbeitsstelle. Eine echte Geduldsprobe. Dabei sah alles nach zeitigem Feierabend aus. Ja, schade, schade. Ja, müssen wir eben sehen, über Klärfluss. Stehen wir hier, sitzen hier. Wir könnten so viel Sinnvolles tun. Du bist immer noch nicht ungeduldig. Doch, ich bin schon ungeduldig. Das sind genau diese Momente, die ich hasse im Leben. Wenn jetzt hier einfach so sinnlos rumstehen oder rumsitzen hier und warten, dass man da wieder was machen kann. Wenn jetzt Freitag wäre, dann wäre ja, Mann, ey. Auf dem Freitag wäre ungeduldig. Ja. Wäre schon hin und her gelaufen. Du weißt, ich bin nervös, ich mag das nicht so. Jeder Zug, der über das Nachbargleis umgeleitet wird, muss drastisch das Tempo verringern. Das kostet Zeit und Zeit ist bekanntlich Geld, besonders im Transportwesen. Schnelle Züge gehen halt vor, aber die Laune lässt sich Hans-Jürgen davon nicht verderben. Der macht aber heute auch wieder einen Wind hier, du bist du verrückt. War doch sonst nicht so. Ist aber schön. Hast gesagt, er soll schneller fahren? Oh, was ist denn das jetzt hier? Zwei Loks. Aus der Werkstatt und deswegen warten wir. Zug verloren. Hat er verloren? Los, Wolfgang, jetzt startet das. So. Schleifen, schleifen, schleifen. Endlich geht's weiter. Immerhin ein Drittel der Arbeitszeit bearbeiten Hans-Jürgen und Thorsten die Gleise mit speziellen Schleifmaschinen. Denn bis auf einen Zehntel Millimeter müssen sie den aufgeschweißten Stahl wieder herunterschleifen. Danach ist das Schienenstück in der Weiche wie neu. Schön gerade wird alles, schön blank. Nichts Dreckiges, schön sauber alles. Jetzt kommt natürlich das I-Pünktchen da drauf, irgendwo oben an unserer Arbeit, was wir heute gemacht haben. Während Hans-Jürgen ganz in seiner Arbeit versinkt, behält Thorsten weiter die Augen auf. Die Sipos sind nämlich auch nur Menschen. Das musste Hans-Jürgen bereits am eigenen Leib erfahren. Der Sipo, der hatte nicht geblasen. Der hatte mit seinem Handy gespielt und dann kam dieser Zug dann geradeaus weiter auf mich drauf zugeknetert und dann bin ich natürlich gelaufen. Ne? Das war nicht so schön. Und der andere, der da gekommen ist, war so mit 120, 140. Der ICE, das sieht dann wirklich gefährlich aus und dass ich die nicht nochmal haben. Was ging dir durch den Kopf? Schiss. Angst. Nichts wie weg hier. Gar nicht großartig weiter denken, nur weg. Zwei Stunden später. Der Feinschliff ist fertig. Fast fertig. Warten. Guck mal, hier ist noch ein bisschen. Da. Guck, fühl mal, da ist noch ein bisschen was. Ne? Warten. Hier auch noch mal die Kante. Hier diesen Übergang hin noch mal. Ja? Gut, Thorsten. Hallo. Gut, ne? Das sieht doch gut aus, wa? Komm mal her, wir gucken mal. Alles schön rund. Hier sieht's cool aus. Nervt das nicht, wenn er immer noch eine Ecke findet, die nicht passt und noch eine Ecke? Hey. Nö, nervt nicht. Nervt wirklich nicht. Vier Augen sehen mehr als zwei Augen. Man sieht das manchmal gar nicht beim Schleifen. Durch die Sonne, der blendet das alles ein bisschen und dann sieht man nicht alles. Von Weitem sieht man meistens alles besser. Arbeiten am Limit. Und heute Nacht wird es noch enger. Hans-Jürgen ist da erst so richtig in seinem Element. Das ist meine Welt so. Ja. Ich wollte ja damals mal irgendwo bei VW zur Werkfeuerwehr hin. Aber dann haben sie gesagt, wenn du bei uns anfangen willst, dann musst du ja erst mal ein halbes Jahr ans Band gehen. Und dann habe ich gesagt, tschüss, das war's. Also da ist man eingesperrt, hier ist man doch ein bisschen freier. Feierabend nach 9 Stunden nervenaufreibender Arbeit. Hans-Jürgen und Thorsten sind erst einmal vor allem eines, hungrig. Ihre Ausrüstung erweist sich auch nach Arbeitsende als ausgesprochen nützlich. Das ist ein schöner Grillanzünder, ne? Das ist eine Sache, ja? Das ist aber echt geschummelt. Was ist das? Geschummelt. Das ist nicht geschummelt. Haare weg.
Lagerfeuerromantik. Dafür ist im harten Berufsalltag kaum Zeit. Was Hunger? Immer. Hier. Hans-Jürgen lebt in Salzgitter, Thorsten bei Magdeburg. Beide müssen in der Regel lange Strecken zu ihren Einsatzorten in Kauf nehmen. Übernachtungen vor Ort sind selten. 2 Jahre sind die beiden nun ein Team. Wie lange das so bleibt, weiß keiner. Es kommen ja auch mal neue Leute nach. Jüngere, die müssen auch wieder eingelernt werden, so wie ich jetzt bei Jan. Kann ja auch sein, in 3 Jahren, dass er dann auch wieder einen neuen dazu kriegt und ich kriege wieder einen anderen dazu. Und je nachdem, wenn ein neuer Trupp aufgemacht werden muss, wenn Leute gebraucht werden, dann wird das wohl so hinkommen. Dann geht das alles wieder von vorne los. Dann gibt wieder einen neuen Thorsten. Ja. Ja? Ohne Haar. Seine ehemaligen Teamkollegen kann Hans-Jürgen nicht mehr zählen. Umso wichtiger ist ihm seine Familie in Salzgitter. Das Schönste ist ja wohl, wenn man jeden Abend gesund wieder nach Hause kommt. Ne? Dass man sich auf zu Hause freut. Wohl das Schönste, ne? Dass man gerne nach Hause kommt. Aber auch genauso gerne wieder losfährt. Ja, oder nicht? Ja. Und das Schlimmste, was für mich ist, schlechtes Wetter. Na, guck mal, der City fährt auch schon wieder. Schon wieder eine Stunde um, wa? Ein Tag im Rhythmus der Züge. Erschöpfung macht sich breit. Zum Glück steht heute das Bett gleich nebenan. Schon in 6 Stunden klingelt wieder der Wecker. Gut, wir melden uns ab. Macht's gut. Lassen wir das stehen oder wollen wir das noch wegziehen? Hast du noch Bock? Nee, kommt keiner. Oh, morgen früh. Und tschüss. Zwei Uhr nachts. Noch rollen schwere Güterzüge über das Gleisstück, das in 1 Stunde zersägt werden soll. Thorsten und Hans-Jürgen sind bereits seit 1 Stunde auf den Beinen und bereiten die Baustelle vor. Und ist das so deine Zeit? Nee, überhaupt nicht. Das ist überhaupt keine Uhrzeit für mich, sowas. Entweder fangen wir gleich um 22 Uhr an oder ganz normal morgens. Aber sowas, das ist nicht. Ist nicht gut, nein, überhaupt nicht. Die lautstarken Sicherungsposten sind bereits auf Position. Fehlt nur noch der Sicherheitschef. Wolfgang? Wie sieht denn das aus mit den Pausen? Bleibt das so, wie gestern besprochen? Ja, die Pause werden wir wohl so 3.50 Uhr kriegen. Die 50 Minuten? Ja, richtig. Und wir müssen sehen... Müssen wir jetzt ein bisschen vorbereiten hier. Ja, und wir müssen auch sehen, um 4.45 Uhr kommt ein ganz wichtiger Zug. Also der muss über die Weiche drüber. Wir können ihn nicht beiseite nehmen. Wir müssen also sehen, dass wir dann und dann also mit der Schweißung in 50 Minuten fertig sind. Während der Vollsperrung zählt jede Minute. Nichts darf an der Baustelle fehlen. Das ist vor allem Thorstens Job. Hans-Jürgen dagegen erledigt die Vorarbeiten in den Gleisen. Ja, die hat die angezogen, ey. Mit Maschinenkraft geht es halt doch leichter. Unterdessen nimmt Chefschweißer Kalle Krüger die defekte Schweißnaht der Schiene genauer unter die Lupe. Der Fehler wurde bei einer Routineprüfung der Weiche mit einem Ultraschallmessgerät festgestellt. Äußerlich ist nichts zu sehen, also liegt nur drin der Fehler. Alles nur innen, außen ist nichts zu sehen. Die defekte Schweißnaht muss ersetzt werden. Dazu braucht Hans-Jürgen flüssigen Stahl, auf 1200 Grad erhitzt. Das ist ein kleiner Hochofen, wir sagen dazu Diegel. Den müssen wir halt vortrocknen, der stand die ganze Zeit. Da wird der Stahl drin gekocht. Und jetzt lassen wir den noch ein bisschen laufen, wenn wir gleich Pause haben, dass das dann alles ein bisschen klappt. Wir haben nur 50 Minuten. Diese Zeit brauchen die beiden auch mitten in der Nacht. Doch dann das. Eine eilig einberufene Lagebesprechung. Wir haben jetzt 20 Minuten weniger Pause. Richtig. Weil der Güterzug anhalten musste. Ja. Ja. Und, aber bis 4.50 Uhr, das bleibt. Ja. Dann haben wir nachher 35, 40 Minuten. Ja. Das heißt, 40 Minuten. Jetzt vorbereiten, wenn wir jetzt noch 20 Minuten haben,
Die Lücke schneiden. Ja, schneiden wir jetzt die Lücke. Ja. Machen wir so. Und dann jedenfalls Flaschen anlegen und dann nehmen wir nachher die Pause. Gut. Ne? Ja. Okay. Können wir doch einen Bolt in die Mitte reinsetzen? Ja. Oder nicht? Nee, mach mal rechts und links ein. Was hat denn jetzt? Schneiden wir jetzt die Lücke. Schneiden wir jetzt die Lücke. Was hat sich jetzt verändert zum ursprünglichen Plan? Ja, dass das Zeitfenster nicht ganz so groß ist, wie es eigentlich geplant war, weil der Zug nicht ganz im Plan liegt, durch irgendwelche Betriebsabläufe etwas verzögert ist. Und das wird uns dann von der großen Pause abgezogen, die wir eigentlich hätten. Das heißt, wir müssen noch etwas schneller sein. Und das ist aber zu schaffen? Wir werden uns die größte Mühe geben. Ja? Wie das unsere Art ist. Okay, also Lücke schneiden und aufgehen. Ne? Erste Wolfgang, ja? Wolfgang, können wir? Ach so, ist noch nicht. Ein IC auf dem Nachbargleis muss noch durchfahren. Die Reparaturarbeiten dürfen auf keinen Fall die Personenzüge aufhalten. Ein Chaos im morgendlichen Berufsverkehr wäre die Folge. Tausende wartende Pendler auf den Bahnsteigen. Ein Graus für jeden Schienenschweißer. Denn das bedeutet vor allem eins. Viel Ärger mit dem Chef. Nach 2 Stunden Vorbereitung ist es dann soweit. Endlich geht's los. Fünf Minuten später ist die defekte Schweißnaht großflächig aus dem Gleis geschnitten. So, ist das Ding da runtergefallen, das Stück? Guck mal am Schnitt, ob man da hier was sieht. Nö, ne? So, Jürgen, wir müssen wieder anbauen. Unsere Laschen in 10 Minuten muss ich freigeben für den nächsten Zug. So. Da kann jetzt ein Zug drüberfahren? Da kann jetzt ein Zug drüberfahren, ohne weiteres. Wir haben ja gesichert alles. Kann nichts passieren. Endlich. Mit 20 Minuten Verspätung nähert sich der überfällige Güterzug. Der ist mit über 2800 Tonnen Gewicht besonders schwer. Mit 120 Stundenkilometern rast er über die gerade bearbeitete Weiche. Nervös scheint das hier niemanden zu machen. Dabei ist die gesamte Weiche ungeheuren Kräften ausgesetzt. Jetzt wird es spannend. Die Uhr läuft. 30 Minuten Vollsperrung. Die Lücke im Gleis muss wieder gefüllt werden. Dazu legen Hans-Jürgen und Thorsten eine Gussform um die Schiene und dichten sie mit Sand ab. Darüber wird der kleine Hochofen in Stellung gebracht und mit einer Spezialmischung gefüllt. Also sozusagen haben wir dann hinterher den gleichen Stahl, wie die Schiene auch ist. So sind die Zusätze alle da drin. Er kann ja auch nicht weicher sein, er kann nicht härter sein, er muss schon genau so sein, wie die Schiene auch. Da haben wir hier so einen kleinen Zünder. Hier, sowas wie eine Wunderkerze am Weihnachtsbaum früher mal. Bloß die entwickelt ein paar Grad mehr. Nicht zu empfehlen im Wohnzimmer. Und dadurch setzen wir die ganze Reaktion in Gang. In 6 Sekunden von 10 auf 2000 Grad. Ist die thermische Reaktion erstmal in Gang gesetzt, lässt sie sich durch nichts mehr aufhalten. Man hofft das Beste, dass nichts schief geht. Aber wenn er jetzt an der Seite irgendwie raus ist, man kann ja nicht hingehen und den Daumen drauf halten. Das ist ja nur nicht. Ne? Nur gucken, weglaufen auch nicht. Kann man da auch nicht machen. Ja, abwarten, was passiert. Mehr kann man da nicht machen. Das Beste hoffen. Diese Arbeit mache ich überhaupt nicht gerne, das ist nicht so mein Ding. Also ich habe genug davon gemacht, zu viel wollen wir vielleicht mal sagen. Ich mag das nicht so. Das hat nicht allzu viel mit Schweißen so zu tun. Schweißen ist mit der Elektrode, was wir gestern so gemacht haben. So, jetzt haben wir hier ein bisschen abgedeckt, damit das nicht so blendet. Kann man so schlecht gucken, wenn das gerade nachts. Wie lange braucht das jetzt, bis es kühlt? Also, bis er sich jetzt so ein bisschen abgesetzt hat, alles so, ich möchte mal sagen, so 4 Minuten. Und dann können wir langsam mal rangehen, dass wir den mal so ein bisschen abholen und mit unserem Abstellgerät arbeiten können. Wie lange haben wir noch, Wolfgang? Minuten. 18 Minuten? Wir können noch eine machen, Thorsten. Oh, 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 oh. Na, gut, ja.
Ja, jetzt wird noch mal spannend. Jetzt kann man noch was sehen. Nach 10 Minuten hat sich der Stahl auf 600 Grad abgekühlt. Doch mit der Form einer Schiene hat der glühende Metallklotz noch nichts zu tun. Und die Zeit drängt. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Haben wir noch? Metall bearbeiten. Mit Hammer, Schweißgerät und Schleifmaschine. Hans-Jürgen ist wieder ganz in seinem Element. Ich brauche hier ein bisschen Bewegung und muss was passieren. Feuer muss da sein, es muss mal knallen. Es müssen Funken fliegen und dann ist die Sache schon in Ordnung. Ich muss schon mit Lust hierher kommen und sagen, so, ich will das hier machen, ich habe Lust dazu. Und nicht einfach sagen, oh Mensch, bin ich heute müde, auf mir ist bald Feierabend und so. Das wird nichts, da brauche ich erst gar nicht anfangen. Also. Da muss ich schon ein bisschen Spaß dran haben, sozusagen. Das neue Schienenstück schimmert immer noch orange-rot. Doch Hans-Jürgen kann jetzt beruhigt durchatmen. 5 Minuten vor Ende der Vollsperrung. Vorfahrt fertig. Ja, ist gut. Von mir aus kannst du fahren? Ja, also wir haben die Schweißung jetzt sozusagen so bearbeitet, dass jetzt der Intercity mit 120 km/h hier rüberfahren könnte. Die Fahrqualität wird dadurch nicht mehr beeinflusst. Also die Leute haben den Kaffee nicht auf der Hose, der bleibt auf dem Tisch in der Tasse. Ja? So soll es sein. Und so möchte ich das auch gerne haben. Das ist mein Bestreben. Einen Kaffee können auch Hans-Jürgen und seine Kollegen jetzt gut gebrauchen. Die Anspannung hat die Müdigkeit vergessen lassen. Jetzt, wo der Stress nachlässt, ist schnell ein Tiefpunkt erreicht. Da sind noch ein paar. Ja, ich möchte mal sagen, das Stimmungsbarometer wird jetzt nach oben gehen. Wenn jetzt die Sonne hochkommt, dann ist das im Allgemeinen, dass die ganze Laune dann sich ein bisschen erhebt. Man wird wieder ein bisschen lockerer, gesprächiger vor allen Dingen. Wenn man müde ist, redet man ja nicht viel. Ist ja ganz automatisch. Aber das wird jetzt kommen, sobald wir die Sonne sehen. Und wenn man nachts arbeitet, dann kommt schon die Erleichterung, wenn die Stromerzeuger ausgehen und man das Gerappel nicht mehr hat. Ja. Dann fängt schon an, dass man sagt, nur wird's ruhiger. Ja. Ansonsten die ganze Nacht nur immer röhr, röhr. Und dann kommen noch die ersten dummen Sprüche. Ne? Oh! Oh, Mensch! Wird hell! Thorsten! Jetzt können wir da richtig zuschlagen. Oh, Knall, wir sind aber auch steif, du. So, dann schauen wir da mal hin. Helmstedt, 6 Uhr morgens. Das gegossene Gleisstück ist mittlerweile abgekühlt und bereits wieder von einigen Zügen auf seine Haltbarkeit getestet. Alles perfekt gelaufen. Bei der nächsten Prüfung wird das geschaltet. Wenn wir da Mist gemacht haben oder wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, dann wird das wieder angezeichnet und dann kriegen wir einen Zettel wieder aus neu. Aber ich glaube, das ist wohl nicht der Fall. Das sagt mir mein Gefühl schon, dass das in Ordnung ist. Was folgt, ist Formsache. Die aufwendigen Feinarbeiten. Schleifen, prüfen, schleifen, prüfen. Eine letzte Unebenheit muss noch weichen. Dann ist sogar Hans-Jürgen, der Perfektionist, für heute zufrieden. Eine letzte gemeinsame Kontrolle, dann ist endlich Schluss für heute. Die nächsten 24 Stunden können sich Hans-Jürgen und Thorsten gründlich ausruhen. Morgen sind sie dann wieder im Einsatz. Irgendwo in Niedersachsen. Zwischen Zügen und Gleisen. Wollen wir noch mal durchgucken, ob wir nichts vergessen haben? Kein Werkzeug? Ja, jetzt haben wir Feierabend. Ja. Haben wir geschafft, können wir nach Hause fahren, wa? Fahren wir nach Hause. Reicht auch. Reicht hin. Ich hab die Faxen auch dicke. Du wenig Schlaf gehabt letzte Nacht. Ich bin ratzkaputt. Ich will jetzt auch nach Hause. Schön auf der Couch legen.